Kapitel 3. Sind Chancen monopolisiert? Kein Mensch muss arm bleiben, weil ihm eine Chance weggenommen wurde, weil andere Leute die Fülle monopolisiert und einen Zaun darum gesetzt haben. Du kannst dich vom Engagement in bestimmten Bereichen abgeschlossen haben, aber andere Kanäle öffnen sich dir. Vermutlich würde es dir schwerfallen, Kontrolle über irgendwelche großen Eisenbahnsysteme zu gewinnen. Der Bereich ist ziemlich monopolisiert. Aber das elektrische Bahngeschäft ist noch in seiner frühen Kindheit, 1907, und bietet viel Umfang für Unternehmen an und wird bereits in wenigen Jahren, bis Verkehr und Transport durch die Luft eine große Industrie geworden ist, in allen seinen Zweigen für Hunderte, Tausende und möglicherweise Millionen Leute Beschäftigung bieten. Warum solltest du nicht deine Aufmerksamkeit auf die Entwicklung des Lufttransportes lenken, anstatt mit J.J. Hügel und anderen zu konkurrieren für eine Chance in der Dampfeisenbahnwelt? Es ist völlig richtig, wenn du als Arbeiter in einem Stahlkonzern beschäftigt bist, dass du eine sehr kleine Chance hast, der Inhaber des Betriebs zu werden, in dem du arbeitest. Aber es ist auch wahr, wenn du beginnst, in einer bestimmten Weise zu handeln, dass du bald die Beschäftigung im Stahlkonzern verlassen kannst. Du kannst einen Bauernhof von 10 bis 40 Morgen kaufen und engagierst dich im Geschäft als Produzent von Nahrungsmitteln. Es gibt eine große Gelegenheit zu dieser Zeit für Menschen, die auf kleinen landwirtschaftlichen Betrieben leben wollen, um diese intensiv zu kultivieren. Solche Menschen werden zweifellos reich. Du magst sagen, dass es für dich unmöglich ist, das Land zu bekommen. Aber ich bin dabei, dir zu beweisen, dass es nicht unmöglich ist und du zweifellos einen Bauernhof bekommen kannst, wenn du bereit bist, in einer bestimmten Weise zu arbeiten. Zu verschiedenen Zeiten stellt sich die Tide, Ebbe und Flut der Chancen auf unterschiedliche Richtungen ein, entsprechend der Notwendigkeit des Ganzen und des bestimmten Stadiums der erreichten Sozialentwicklung. Zurzeit stellt sie sich in Amerika in Richtung Landwirtschaft, der verbündeten Industrien und Berufe ein. Heute ist die Chance für den Arbeiter in dieser Branche offen. Sie ist offener für den Geschäftsmann, der den Landwirt beliefert, als für den, der den Fabrikarbeiter versorgt und für den Experten, der dem Landwirt mehr dient als der Arbeiterklasse. Es gibt einen Überfluss an Gelegenheiten für den Menschen, der mit den Gezeiten geht, anstatt zu versuchen, gegen den Strom zu schwimmen. So sind dem Fabrikarbeiter, entweder als Einzelperson oder als Klasse, keine Chancen vorenthalten. Die Arbeiter werden nicht von ihren Herren unten gehalten. Sie sind nicht das Unterste der Konzerne und Multiunternehmen. Als Klasse sind sie da, wo sie sind, weil sie nicht die Dinge in der bestimmten Weise tun. Wenn Arbeiter in Amerika beschließen, es zu tun, könnten sie dem Beispiel ihrer Brüder in Belgien und anderen Ländern folgen und große Warenhäuser und kooperative Industrien aufbauen. Sie könnten Männer ihrer eigenen Klasse fürs Büro auswählen und Gesetze verabschieden, die die Entwicklung solcher kooperativen Industrien begünstigen. Und in einigen Jahren könnten sie den industriellen Bereich friedlich übernehmen. Die Arbeiterklasse kann die Meisterklasse werden, wann immer sie beginnt, Dinge in der bestimmten Weise zu tun. Das Gesetz der Fülle ist für sie dasselbe wie für alle anderen. Dies müssen sie lernen, sonst bleiben sie, wo sie sind, solange sie fortfahren, das zu tun, was sie tun.
Der einzelne Arbeiter jedoch wird durch Unwissenheit oder mentale Faulheit seiner Klasse niedergehalten. Er kann den Gezeiten der Chancen zu Reichtum folgen, und dieses Buch erklärt ihm, wie. Niemand wird in Armut gehalten, weil es einen Mangel an Reichtum gäbe. Es gibt mehr als genug für alle. Ein Palast so groß wie das Kapitol in Washington könnte für jede Familie auf der Erde gebaut werden. Allein vom Baumaterial der Vereinigten Staaten und unter intensiver Kultivierung würde dieses Land genug Wolle, Baumwolle, Leinen und Seide produzieren, um jede Person der Welt zu kleiden, feiner als Salomon in seiner ganzen Glorie gekleidet war, zusammen mit genug Nahrung, um alle luxuriös zu speisen. Das sichtbare Versorgungsmaterial ist praktisch unerschöpflich. Und das Unsichtbare ist wirklich unerschöpflich. Alles, was du auf Erden siehst, wird aus einer ursprünglichen Substanz gebildet, aus der heraus alle Dinge hervorgegangen sind. Es entstehen ständig neue Formen und ältere lösen sich auf, aber alle sind aus der einen Substanz gebildet. Es gibt keine Begrenzung in der Versorgung des formlosen Stoffs, der Ursubstanz. Das Universum ist aus ihm gemacht, aber es wurde nicht alles gebraucht, um es zu formen. Die Zwischenräume in und zwischen den Formen des sichtbaren Universums sind durchdrungen und gefüllt mit der Ursubstanz, mit dem formlosen Stoff, dem Rohmaterial aller Dinge. Es können noch 10.000 Mal so viele Dinge erschaffen werden, wie bereits gemacht sind. Und dann sollten wir immer noch nicht den Bestand des universellen Rohstoffs aufgebraucht haben. Kein Mensch ist folglich arm, weil die Natur arm ist oder weil es nicht genug gäbe, um durchzustarten. Die Natur ist ein unerschöpfliches Lagerhaus von Reichtum, deren Bestand nie zur Neige gehen wird. Die Ursubstanz ist belebt mit kreativer Energie und produziert ständig mehr Formen. Wenn der Bestand des Baumaterials aufgebraucht ist, wird mehr geschaffen. Wenn der Erdboden erschöpft ist, dass keine Nahrungsmittel und Materialien für Kleidung mehr wachsen, wird er erneuert oder es wird mehr Boden gebildet. Wenn alles Gold und Silber der Erde ausgegraben ist, weil der Mensch noch in einem solchen Stadium der Sozialentwicklung ist, dass er Gold und Silber benötigt, wird mehr vom Formlosen erschaffen. Der formlose Stoff reagiert auf den Bedarf des Menschen. Es lässt ihn nicht ohne irgendwelche guten Dinge sein. Dies stimmt für die Gesamtheit der Menschen, die Rasse als Ganzes ist immer im Überfluss reich. Und wenn Einzelpersonen arm sind, ist es, weil sie der bestimmten Weise Dinge zu tun nicht folgen, was den einzelnen Menschen reich macht. Der formlose Stoff ist intelligent, es ist Stoff, der denkt. Er ist lebendig und immer in Richtung auf mehr Leben ausgerichtet. Es ist der natürliche und innewohnende Drang des Lebens, nach mehr Leben zu streben. Es ist die Natur der Intelligenz, sich auszudehnen und die des Bewusstseins, seine Grenzen auszuweiten und volleren Ausdruck zu finden. Das Universum der Formen ist von der formlosen Lebenssubstanz geschaffen worden, die sich selbst in Form bringt, um sich noch vollständiger auszudrücken. Das Universum ist eine große, lebendige Gegenwart, die sich von Natur aus immer in Richtung mehr Leben und besserer Funktion ausrichtet. Die Natur ist für die Förderung des Lebens geschaffen. Ihr treibendes Motiv
ist die Steigerung des Lebens. Für diesen Anlass wird alles, was möglicherweise das Leben unterstützen kann, großzügig zur Verfügung gestellt. Es kann keinen Mangel geben, es sei denn, Gott widerspricht sich selbst und macht seine eigenen Arbeiten zunichte. Du bleibst nicht arm durch Mangel in der Versorgung mit Reichtum. Es ist eine Tatsache, die ich ein wenig später dadurch demonstrieren werde, dass gerade die Quelle der formlosen Versorgung auf den Befehl von Menschen handeln wird, die in der bestimmten Weise denken.